Das hier wollte ich schon immer mal machen. Wörsinge! Ah! Hoi! Ah! Hoi! Ah! Hoi! Antenne Thüringen. Caro Kanz. Mit den Energieexperten der TEAG. Thüringer Energie. Ich bin heute hier in Wasungen, denn Katha hat mich eingeladen, heute bei der Tanzgarde Wasunger CC mitzutanzen. Richtig, genau, weil im Moment haben wir ja das Problem, der Karneval ist abgesagt, unsere Tanzturniersaison ist abgesagt und wir machen uns da große Gedanken, wie wir unsere Mädchen einfach ein bisschen motivieren können. Und da bin ich auf die Idee gekommen, Mensch, schreib doch einfach mal an Antenne Thüringen und lad die Caro zum Training ein. Zu sehen, wie man es nicht kann? Nee, nicht ganz so. Die Mädels haben echt Bock, dir auch mal zu zeigen, was sie können. Und vor allen Dingen kriegen sie dank dir mal wenigstens ein Stück Publikum, damit sie mal zeigen dürfen, was sie können. Im Moment haben wir neue Tänze für unsere Mädels gestellt. Wofür wissen wir eigentlich noch nicht so genau und hoffen, dass wir im Januar irgendwie in den Turniersport einsteigen dürfen. Ich soll jetzt einfach mal mittrainieren oder wie ist der Gardeplan für mich? Richtig, genau. Wir haben heute einen Trainingsplan für dich vorbereitet. Du wirst dich erst mit den Mädels zusammen ein bisschen erwärmen, dann ein wenig dehnen. Dann würden die unsere Mariechen gerne zeigen, wie wir so Kraft trainieren, damit wir dafür gewappnet sind. Und dann gucken wir mal, ob wir dir nicht vielleicht die ein oder andere Akrobatik beibringen können. Die ein oder andere Akrobatik? Was heißt das? Wir hoffen, dir am Ende des Tages das Rad beibringen zu können. Ich werde mein Bestes geben und dann sage ich jetzt mal, Wolsinge! Ahoi! Ach, wir marschieren jetzt erstmal, alles klar. Dass du deine Hände ganz fest zusammen machst und zum Körper hin. Ach. Und die Arme sind ganz lang. Ja, also ich würde sagen, chronischer Ausführungsfehler. sie ist halt ein Anfänger, dann ist das noch in Ordnung. Ganz wichtig ist insgesamt, die Freude am Tanzen muss erkennbar sein. So heißt auch ein Bewertungskriterium. Es muss natürlich und gelöst sein. Also es ist die Schwierigkeit. Es muss aussehen, als wäre es überhaupt nicht anstrengend. Was bei Caro gerade ein bisschen grenzwertig ist. Immer die Füße zusammen und die Arme nicht wackeln und lächeln. Die erste Runde wäre dann jetzt schon geschafft. Erst die erste Runde und ihr seid gar nicht aus der Puste, oder was? Ja, einfach aufhören. Machen wir immer. Und jetzt mit den Fingerspitzen ein bisschen nach vorne krabbeln. Ich glaube, es reißt alles. Ja, versuch dich festzuhalten, versuch dich festzuhalten. Das ist wie in so einem Bootcamp. Aber es ist bestimmt gut für was ist denn diese Übung gut? Das ist für die Rückendehnung, weil wir wollen ja nachher noch ein paar Bogengänge machen. Da ist irgendwas kaputt. Ja, jetzt machen wir ein paar Akrobahnen. Jetzt wird's richtig aggro. Und jetzt geht's an die Gymnastik quasi. Oh, guck dir das mal bitte an. Also die machen ein Rad, aber überschlagmäßig. Also eigentlich ein Überschlag, während sie laufen. Jetzt darf die Caro auf die Matte und es selber ausprobieren. Sie macht das linke Bein vor und die Arme nach oben, Handflächen zueinander. Los geht's! Noch lebt sie. Mal sehen, wie das gleich aussieht. Jawoll! Das hat Potenzial. Peinlich, aber gut. Also das war jetzt diese Kurzversion unseres Trainings, mal so ein halbes, dreiviertel Stündchen. Normalerweise machen wir 2 bis 2,5 Stunden Training und ja. Also ich fühle mich wie 2,5 Stunden Training, sagen wir es mal so. Aber ja, ich muss sagen, also die Mädels, die sind so gelenkig, so krass. Die machen das so, als wäre es, als würden sie einfach mal den Finger hochheben. So leicht geht das, ja. Also die machen einfach mal kurz eine Drehung und dann ohne Hände und dann schweben wir immer durch die Lüfte und machen hinten noch eine Rolle rückwärts, aber eben als Salto. Also das ist unglaublich, was die leisten. Also das kann kein normaler Mensch machen.